Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin eine Person, die super, super gerne liest und ich lese sehr gerne Bücher, von denen ich etwas lernen kann, also sehr gerne so Ratgeber oder Sachbücher. Und weil ich eine Person bin, die Dinge sehr schnell wieder vergisst, habe ich mir so ein kleines System überlegt, wie ich mir die Dinge besser merken kann. Und zwar ist das mit dieser Tabelle hier. Könnt ihr sie sehen? Ich hoffe es. Und zwar habe ich mir so ein kleines Bücherregal erstellt, digital, und trage da immer alles ein, was ich mir über das Buch merken möchte. Ich habe so Sachen wie der Autor natürlich, das Genre, wann ich es gelesen habe, wie ich es bewerten würde und so weiter. Und das Wichtigste ist, ich habe da auch meine ganzen Live-Lessons gespeichert. Also alle Dinge, die ich davon gelernt habe. Falls du eine Person bist, die vielleicht nicht so gerne liest oder auch gerne liest, aber trotzdem was von mir wissen möchtest, möchte ich mal einige Dinge mit euch teilen, die ich aus Büchern gelernt habe. Ich mache immer Notizen von Büchern, also generell mit Dingen, die ich gelernt habe, also alle Dinge, die ich gelernt habe. Aber ich mache eine Spalte mit sozusagen den größten Dingen, die ich gelernt habe. Aus jedem Buch schreibe ich sozusagen the biggest learning raus. Also die größte Sache, die wichtigste Sache für mich, die ich gelernt habe. Und heute möchte ich mal einige dieser Sachen mit euch teilen. Was aber wichtig zu sagen ist, ist natürlich, dass das, was für mich das Wichtigste ist, vielleicht nicht unbedingt das Wichtigste für dich ist. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein Buch vorstelle und sage, das ist das Wichtigste aus diesem Buch, heißt es nicht, dass es generell das Wichtigste ist, sondern dass es für mich das Wichtigste war in dem Moment. Genau, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Ja, genau. Fangen wir mal an mit dem Buch, wie man Freunde gewinnt. Und zwar habe ich da aufgeschrieben, war das Größte, was ich gelernt habe, das Folgende. Immer wenn ich mit jemandem rede, muss mir klar sein, dass es sich um einen Menschen mit Gefühlen und Vorurteilen handelt. Ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen in meinem, was ich 2020 gelernt habe, Video. Und zwar bin ich eine Person, die schnell verletzt ist, glaube ich. Also ich möchte, dass Leute mit mir ehrlich sind. Das ist mir so wichtig, sie sollen immer ehrlich mit mir einmal alles sagen, was sie über mich denken. Aber ich bin trotzdem eine Person, die auch sehr schnell verletzt ist, weil ich immer alles sehr persönlich nehme, weil ich nämlich ein People-Pleaser bin, leider immer möchte, dass Leute mich mögen, dass es allen Leuten gut geht und so. Und ich hasse es, wenn Leute irgendwie traurig sind und vor allem irgendwie meinetwegen traurig sind oder so. Oder meinetwegen sich schlecht fühlen beispielsweise. Und deswegen möchte ich immer ein People-Pleaser sein und hasse es, wenn Leute mich hassen, sozusagen. Und damit muss ich wirklich noch lernen, klarzukommen. Ich glaube, mittlerweile ist es schon besser als noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder so. Aber es ist für mich so schlimm, wenn Leute mich nicht mögen oder mich kritisieren. Und da habe ich einfach aus diesem Buch mitgenommen, dass immer, wenn ich mit Leuten rede, mir einfach klar sein muss, dass diese Leute keine Menschen sind, die rational denken oder die immer rational denken und logisch denken. Dass es einfach Leute sind, die Vorurteile haben, die aus Gefühlen handeln, die aus Emotionen handeln. Und ich glaube, allein dieser kleine Mindset-Shift kann wirklich helfen in einer Kommunikation mit einer anderen Person oder in der Reflexion darüber beispielsweise. Ich merke auch, wenn ich mit Leuten rede und dann danach irgendwie realisiere, okay, das hat mich jetzt irgendwie verletzt, was die Person gesagt hat. Wenn ich dann darüber nachdenke, vielleicht meinte die Person das gar nicht so. Also sie hat ja auch nur aus Emotionen rausgehandelt. Dann hilft mir das, das besser zu verstehen, wie die Person, also warum die Person dann so gehandelt hat. Deswegen würde ich sagen, dieser Mindset-Shift von wegen, die Person denkt nicht logisch immer, denkt nicht immer rational und denkt oft und handelt oft aus Vorurteilen, Emotionen. Ich glaube, das hilft mir extrem und vielleicht hilft es dir auch etwas. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist Getting Things Done. Und by the way, ich mache alle Bücher in die Infobox. Also falls du die Bücher auch nachkaufen möchtest, findest du die alle in der Infobox verlinkt. Und das Wichtigste, was ich aus diesem Buch gelernt habe, ist, dass wenn wir Dinge fertig kriegen wollen, also getting things done, wenn wir Dinge erledigen wollen, produktiv sein wollen, dann ist das Problem, was ich habe, wenn ich Dinge nicht erledige, nicht unbedingt, dass ich diese Sache nicht geschafft habe, sondern eher, dass ich ein Versprechen mit mir selbst gebrochen habe. Beispielsweise, wenn ich sage, heute möchte ich dieses Video hier drehen und das Video aber nicht drehe, dann ist nicht das, was mich aufregt, dass ich das Video nicht gedreht habe, sondern dass ich das Versprechen mit mir selbst gebrochen habe, dass ich dieses Video drehen möchte. Dieser Punkt ist eine Sache, die in diesem Buch nur ganz kurz angesprochen wurde, aber mir hat das so, ja, das so überrascht. Also, dass es diese Erkenntnis gab, hat mich überrascht. Aber ich finde, dieser Kerl ist wirklich sehr schlau. Wenn ich mir am Anfang des Tages irgendwie sage, heute möchte ich nur zwei Sachen machen, und zwar nur meine Englischaufgaben machen und dieses Video hier drehen. Und wenn ich das dann mache und dann zufrieden mit mir selbst bin, dann ist der Tag ein erfolgreicher Tag für mich. Und wenn ich aber zum Beispiel sage, ich möchte das und das machen und dann aber nur drei Sachen davon mache, dann bin ich schlecht gelaunt. Nicht unbedingt, weil ich die Sache nicht geschafft habe, also nicht, dass ich sage, ich hätte unbedingt diese Sache machen müssen, sondern der Grund, dass ich einfach das Versprechen mit mir selbst gebrochen habe. Und das ist eine Sache, die mich sehr aufregt und
diese Erkenntnis war gut, weil ich mir jetzt überlegt habe, dass ich mir nicht so viele Versprechen setzen möchte. Also dass ich nicht sagen möchte, ich möchte jeden Tag 10 Dinge erledigen oder so, sondern nur ein paar erledigen möchte. Dadurch kann ich meinen Tag besser planen, um bessere Ergebnisse zu haben und deswegen mehr motiviert zu sein. Das ist, glaube ich, so für wichtig. Und die zweite Sache, die ich auch wichtig fand, ich muss aber zwei Sachen davon teilen. Die zweite Sache, die ich super wichtig fand, war auch, dass das Problem, wenn wir eine Sache erledigen wollen, das Problem ist dann nicht, dass wir die Zeit nicht dazu haben, sondern das Problem ist, dass wir uns unklar darüber sind, wie wir diese Aufgabe erfüllen wollen oder erfüllen können. Wir müssen einfach ganz genau definieren, wie wir diese Sache erledigen können, die Zeit dazu einplanen und die ganzen Ressourcen schon da haben und uns genau sicher sein, was der nächste Schritt ist. Wenn wir den nächsten Schritt haben bei einem Projekt, dann werden wir es auf jeden Fall auch schaffen, das zu machen. Wir sind uns meistens nur unklar über die Dinge. Dieses Buch hier wird sogar oft als irgendwie so Produktivitätsbibel oder so genannt, weil dort sehr viele Tipps und Tricks drin sind zum Thema Produktivität, Organisation und all diesen Dingen. Und ich kann sagen, es stimmt auf jeden Fall. Es ist halt auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Aber falls euch dieses Thema interessiert, kannst du das einfach sehr gerne, ich würde gerade sagen, abonnieren. Kannst du das einfach sehr gerne kaufen. Oder will ich einfach meinen Kanal abonnieren, weil ich rede hier eigentlich immer genau die gleichen Themen oder ähnliche Themen vor allem und teile auch viele Tipps aus Büchern. Deswegen folgt mir doch gerne, falls dich das interessiert. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist Rich Dad, Poor Dad. Und das ist ein Buch, was über das Thema Finanzen und Geld und vor allem Money Mindset, also das Mindset über Geld, handelt. Und ich glaube, das war das erste Buch, was ich über Geld gelesen habe. Das habe ich auch meinem Vater empfohlen. Also ja. Und in diesem Buch geht es um eine Geschichte von dem Autoren, der darüber erzählt hat, dass er zwei Väter hatte. Also einmal seinen eigenen Vater, der zwar ein ganz gut verdienender Mann war, und dann noch, aber das ist trotzdem sein armer Vater, das kommt gleich noch. Und dann hat er noch den Vater seines besten Freundes gehabt, der ein reicher Vater war sozusagen, und er erzählt so ein bisschen die Geschichte davon, wie die verschiedenen Väter über Geld geredet haben und wie die verschiedenen Väter von ihm, also von dem Autoren, wollten, wie er sich verhält, was er studiert, ob er studiert, was er macht, wie er arbeitet und so weiter. Und es gibt da sehr, sehr viele kleine Punkte drin, die ich gelernt habe, auf jeden Fall. Aber eine Sache, die in meinem Kopf für immer geblieben ist, seit ich das gelesen habe, ist: Kaufe Vermögenswerte, keine, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Liability, keine Liability, wie sagt man das auf Deutsch? Verbindlichkeiten, genau. Kaufe Vermögenswerte, keine Verbindlichkeiten. Auf Englisch, buy assets, not liabilities. Aber das Buch gibt es auch auf Deutsch, also ja, es gibt es auf beiden Sprachen, tatsächlich Englisch und Deutsch. Und das heißt einfach, bevor du eine Sache kaufst, überleg immer, ist diese Sache ein Vermögenswert, also ist sozusagen eine Sache, die dich im Nachhinein noch weiterbringt, also dass du sozusagen ein Investment machst, was dir nachher etwas bringen wird, oder ist es nur eine Verbindlichkeit, eine Liability, eine Sache, die dir vielleicht jetzt im kurzen Moment Spaß macht oder dich freut, aber entweder einfach nur dein Geld raubt sozusagen. Also diese kleine Fragestellung vor jedem Kauf, ist es ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit, ist gut. Natürlich, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir jetzt irgendwie eine Banane oder einen Apfel oder so, vielleicht bei solchen Sachen ist es nicht so wichtig zu überlegen, ist es ein Vermögenswert für mich, aber bei größeren Dingen, ja, kaufe immer Vermögenswerte und keine Verbindlichkeiten, wenn du größere Käufe tätigst natürlich. Als nächstes habe ich dieses Buch hier gelesen, The Art of Possibility, also die Art, die Kunst der Möglichkeit. Genau, habe ich mit meiner Koreanischlehrerin bekommen. Übrigens kommt nächste Woche ein Video online zum Thema Koreanisch lernen mit meiner, also nicht mit meiner, aber über meine Koreanisch, nein, nicht, auch nicht über, aber auf jeden Fall rede ich über meine, über, nein, was? Das klingt so komisch. Ich habe da über meine koreanische Reise geredet, Korean Journey geredet und habe da auch so ein bisschen über meine Koreanischlehrerin geredet, die mir dieses Buch hier geschenkt hat. Also wartet gerne auf das Video, beziehungsweise freut euch auf das Video, was nächste Woche dann online kommt. Genau. Okay, also aus diesem Buch, was habe ich da mitgenommen? Aus diesem Buch habe ich mehrere Dinge mitgenommen. Ja, ich habe so ein oder zwei Sachen, die total wichtig für mich waren, die ich aufgeschrieben habe bei meinen Biggest Learnings. Der Autor ist nämlich Musiker und er erzählt, dass er bei seinen Schülern immer darauf achtet, dass wenn sie eine Sache nicht gut können, beziehungsweise einmal verlieren und eine Sache schlecht machen, dass er sie dazu motiviert, dass sie sich dann freuen darüber. Also er hat wirklich so geschrieben, wenn sie scheitern, dann motiviere ich sie, habe ich sie dazu trainiert, dass sie ihre Arme in die Luft, aber ich kann das so schlecht übersetzen, immer, dass sie ihre Arme in die Luft werfen, sagt man das so, werfen und lächeln und sagen, wow, wie faszinierend. Und ich finde das so cool, weil ihr wisst wahrscheinlich schon von mir, dass ich eine Person bin, die sich immer aufregt, wenn sie etwas nicht kann. Ich bin leider, leider ein perfektionistischer Mensch. Ich wäre so gerne eine Person mit einem etwas tieferen Standard.
Wirklich. Es ist nämlich wichtig, aus seinen Fehlern zu lernen und Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Und ich kann das leider nicht gut, sondern bin eher frustriert und das möchte ich ändern. Und deswegen fand ich diese Idee, wenn man etwas nicht gut kann und scheitert, dann zu sagen, oh mein Gott, wie faszinierend. Das fand ich eine sehr coole Idee. Die zweite Sache, die darauf so ein bisschen anschließt, ist auch, dass einfach die meisten Dinge in unserem Leben einfach nur erfunden sind. Beispielsweise die Note 1. Die Note 1 ist nur erfunden. Oder auch die Punktezahl 15 Punkte 1 plus ist erfunden. Und so sind auch alle Judgments, alle Kritikpunkte dazwischen. Dann habe ich das Buch Du musst nicht von allen gemocht werden gelesen und in diesem Buch geht es um die Psychologie von Alfred Adler, der ja ein Psychologe war und die Individualpsychologie vertreten hat. Und natürlich ist das, wenn ich so sage, ich lese über eine Psychologie etwas, ein sehr umstrittenes Thema, glaube ich, weil natürlich nicht alle diese Psychologie auch vertreten. Aber eine Sache, die eine Erleuchtung für mich war diese Sache mit den Trennungen der Aufgaben. Denn das war ein Gespräch zwischen einem Philosophen und einem alten Mann in dem Buch. Und der Philosoph hat dann erzählt, dass es eine klare Trennung von Aufgaben geben muss. Beispielsweise gibt es auch diesen Spruch, du kannst das Pferd zu Tränke führen, aber es muss von alleine trinken. Das ist halt die Trennung der Aufgaben. Also deine Aufgabe ist, das Pferd zu der Tränke zu führen, aber es ist die Aufgabe des Pferdes, davon zu trinken. Und das kann man auch auf unser Leben beziehen. Beispielsweise, es ist nicht meine Aufgabe, dass du mich magst. Es ist meine Aufgabe, dass ich mich mag. Aber es ist vielleicht meine Aufgabe, immer nett zu dir zu sein, das Beste zu machen, um dir irgendwie zu helfen. Das ist meine Aufgabe. Aber dass du mich dann magst und das zurückgibst, ist deine Aufgabe. Und das ist halt wieder so ein bisschen diese Sache mit Perfektionismus, People Pleaser. Ja, Trennung der Aufgaben, sehr wichtig. Das nächste Buch hat mein Leben so verändert. Und zwar ist das Miracle Morning. Das habe ich, glaube ich, gar nicht da, aber ich kann es hier einblenden. Und zwar habe ich dazu ja auch schon mehrere Videos gemacht, denn es hat mein Leben so verändert. Und zwar hat dieses Buch eine Aussage. Und zwar, dein Leben kann sich verändern in einer Stunde jeden Tag. Es braucht wirklich nur eine Stunde jeden Tag, um dein Leben komplett zu verändern. Und ich bin das beste Beispiel, dass es wirklich funktioniert hat. Denn ich stehe mittlerweile jeden Tag um 5 Uhr morgens auf. Und ich habe sogar vor einigen Wochen das erste Mal diese Miracle Morning Routine vor euch abgefilmt, habe es euch gezeigt und so. Und ich meine sogar noch dabei, ja, also ich mache es momentan so von 6 bis 7 und ich würde es halt, glaube ich, nicht von 5 bis 6 machen. Und jetzt bin ich hier so 5 Wochen später oder so und mach's von 5 bis 6 Uhr, weil ich einfach gemerkt habe, es geht, es ist möglich und es ist cool. Ich würde sagen, man muss nicht unbedingt dieses Buch lesen, um wirklich sein Leben dadurch zu verändern, sondern die einzige Sache, die eigentlich das Wichtigste in diesen, ich krieg ganze Nachrichten, also das, okay, also das Wichtigste ist eigentlich, dass du versuchst, jeden Tag, um früher aufzustehen und eine Stunde für dich selbst zu nehmen. Und in dieser einen Stunde Dinge machst, die dir helfen, dich für einen guten Tag vorzubereiten. Falls du die Kurzform davon wissen möchtest und nicht das Buch lesen möchtest, kannst du auch sehr gerne mal bei meinem Video vorbeigucken, also bei meiner Miracle Morning Morgenroutine, da habe ich das so ein bisschen erklärt. Ansonsten möchte ich wirklich empfehlen, das Buch zu lesen, weil es wirklich mein Leben, was habe ich jetzt wirklich gesagt, weil es mein Leben verändert hat. So, das waren jetzt hier einige Dinge, die ich aus Büchern gelernt habe. Hier findest du noch meine Leseplaylist mit ganz vielen anderen Büchern, die ich euch empfohlen habe, oder Lesetipps oder Leseempfehlungen oder Lesemarathons, keine Ahnung, alles Mögliche gibt es da noch von mir. Ich würde dir auch sehr empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren, denn dann lade ich jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video hoch zu den Themen Lernen, Produktivität, Organisation, Lesen und so weiter. Ich hoffe, ich hätte dieses Video vielleicht ein bisschen inspiriert, auch selbst mehr zu lesen oder hat dir einfach generell geholfen und hat dir was und habt dir etwas gegeben. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss!